So, dann kann es ja weitergehen. Also, wieder zurück zu den Herrschaften. Moment, falsche Richtung. Dann müssen wir hier jetzt in diesen, nennen wir es mal Dungeon, um hier über diese vier Fässer. Ich glaube schon wieder totalen Bockmist, ne? Ne, das war das nicht. Moment. Ging's denn hier rein? Entschuldigung. Da sind wir. Okay. Vier Fässer, Durchgang, Freund finden, Weg zeigen lassen. Kriegen wir hin. Neuer Zauber, 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 Zauber. Ich krieg das schon noch hin. Die Troller erstmal weg. Und ich brauche Geduld. Na komm. So, jetzt aber. Licht. Schön. Habt ihr euch in der Dunkelheit verlaufen? What the hell? Ah, ein Glühwürmchen. Ach, und er redet. Ah, lustig. Okay. Besser. Nicht kaputt haben. So, machen wir es zum kaputt machen. Nee. Ja, für die Fässer gibt es Kohle, Kohle, Kohle. So. Ja, das werden die Fässer gewesen sein. Und dahinter ist der Durchgang. Das war jetzt hier relativ einfach. Nachdem er eine Weile durch das Dunkel gestolpert war, fand unser Held mit Hilfe seines neuen Freundes den geheimen Durchgang und gelangte oben auf die Klippe. Bye. Wir packen mal vorsichtshalber das Glühwürmchen wieder weg. Meine Hilfe? Ja, ich. Wahrscheinlich. Mal gucken. Speichern. Und jetzt? Ah, Brücke. Und du? Nichts ausgekommen. Zehn Dreck. Ah, hi. Hallo, Bau. Ich habe euch schon erwartet. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist... Wenn ich kurz unterbrechen darf, es sieht sehr schlecht aus für eure Zukunft, wenn ihr jetzt Bove sagt. Wie ihr wünscht. Nichts liegt mir ferner, als meine eigene Zukunft zu gefährden. Sagt mir einfach, seid ihr der, den ich suche? Mit Betonung auf der, den. Ich bin derjenige, welcher. Nennt mich zur Sicherheit... Nennt mich doch, wie ihr wollt. Dann nenne ich euch Trottel. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Wie ihr wünscht. Ich tanze sogar für euch, wenn ihr mich bloß nicht mit dem Schwert da kitzelt. Untersteht euch. So, Trottel. Und nun sag mir, warum man mich in dieses Drecksnest zitiert hat. Man hat euch nicht zitiert. Man hat euch erwählt. Eine große Ehre übrigens, wie ich hinzufügen möchte, denn die schöne Prinzessin Kaylee würde nur den stärksten und mutigsten im ganzen Land erwählen. Also seinem Brüder gegenüber sollten wir ein bisschen forscher sein. Wir machen einfach mal auf dieser Schiene weiter. Wenn ihr noch einmal sagt, dass ich erwählt wurde, dann jag ich euch mein Schwert in den Wanst. So, und jetzt erklärt mir gefälligst, was ihr meint. Aber benutzt ja nicht das Wort. Ihr wisst schon welches. Wie ich schon sagte, ihr wurdet von der holden Prinzessin Kaylee, der Herr steht ihr bei, gebeten, hierher zu kommen. Warum muss so etwas immer mir passieren? Na gut, spuckt schon aus. Unsere holde Prinzessin sitzt in einem alten Turm gefangen.
Finstere Mächte fesseln sie mit mystischen Banden. Nur sie... Nur sie kann das Böse besiegen. Ach, bitte, bitte, riskiert euren Hals und rettet sie, bla bla bla, etc., etc. Oh, das kenne ich doch irgendwoher. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Das ist... Nun ja, ihr habt es ziemlich gut erfasst. Reichtum ich glaube, und ihr Ruhm. Habt genug meiner und eurer Zeit verschwendet. Warum heuert ihr nicht einen idealistischen jungen Mann an? Am besten ein Waisenkind, die sind meistens recht leichtgläubig. Wartet! Habe ich schon erwähnt, dass sie ebenso reich ist wie schön? Reich? Wie reich denn genau? Mit einem winzigen Teil ihres Vermögens könnte man Downby ohne Probleme kaufen. Ach, was rede ich? Man könnte es 100-mal kaufen. Nicht übel. Und ihr sagtet, sie sei hübsch? Die schönste im ganzen Land. Beweist es mir. Ich soll es euch beweisen? Ja, beweist es mir. Wenn sie so reich ist, dann gebt mir in ihrem Namen etwas Geld. Wenn sie so unglaublich schön ist, dann zeigt sie mir. Wenn ihr das nicht könnt, dann mache ich mich am besten auf den Weg. Wartet, ich kann euch die Prinzessin zeigen. Ihr könnt sie sehen. Und was eure Bezahlung angeht, wäre das hier ausreichend? Das sollte genügen. Fürs Erste. Aber ich warne euch. Wenn ihr irgendwelche dummen Spielchen mit mir treibt, werdet ihr das bereuen. Sehr sogar. Keine Sorge, folgt mir. Die Prinzessin wird euch überzeugen können. Da bin ich mir sicher. Das macht mir jetzt ein bunte bisschen Sorgen. Bunte Bilder von Bräuten, Bluttaten und barer Münze beseelten den Barden, als er sich mit seinem neuen Freund auf den Weg zu der geheimnisvollen Prinzessin machte. Da wären wir, mein Freund. Ich sehe hier keinen Turm. Ich dachte, ihr bringt mich zu dieser Prinzessin. Ganz recht, ihr werdet ihr begegnen. Wenn sie auch nicht aus Fleisch und Blut sein wird. Aber ein bisschen Fleisch kriege ich schon irgendwann zu sehen, oder? Gemach, mein ungeduldiger Freund. Alles zu seiner Zeit. Sind wir uns im groben Ganzen klar darüber, dass das eine riesige Falle ist? Okay, speichern. Umschauen. Hier geht's wahrscheinlich jetzt noch nicht raus. Oh, ich könnte hier rausgehen. Ist das hier? Ne, wollen wir nicht. Ja, wir haben jetzt immer gespeichert. Hier umgucken können wir uns dann später noch. Sonst war ja nichts. Na, lass mal reingehen. Tempel. Ah, der Calais-Tempel. Meine Brüder kennt ihr ja bereits. Ja, aber mein Namensgedächtnis ist grauenhaft. Bov. Ah, genau. Können wir jetzt endlich? Entweder ich kriege bald diese Prinzessin zu sehen oder es gehen ein paar Bovs hops. Das könnt ihr mir glauben. Wie ihr wollt. Wie ich bereits erwähnte, sitzt Prinzessin Kaylee in einem unbezwingbaren Turm gefangen. An das Wort unbezwingbar kann ich mich nicht erinnern. Nein? Nun ja, unbezwingbar für unser einen. Doch für einen strammen Burschen wie euch wohl kein Problem. Schmeichler. Sprecht weiter. Der einzige Weg, mit unserer geliebten Prinzessin zu sprechen, ist, ihr Abbild zu beschwören. Wir haben da ein Ritual, das... Genug der Worte. Ich will Taten sehen. Wie ihr wollt. Seid ihr bereit, Freunde? Wenn das hier eine Bühne wäre, ich würde euch auspfeifen. Das funktioniert. Also, Bov, die Glocke. Bov, eilt euch, sonst verlieren wir sie. Läutet sie auf der Stelle. Klingeling? Klingeling? Oh, hab ich sie jetzt verscheucht? War sie das? Die kenne ich doch. Wo ist die Glocke? War das Prinzessin Calico? Kaylee.
Ruf die Glocke! Ich habe sie genau genommen nicht. Die erscheint immer, wenn ich dieses Amulett in die Hand nehme. Und wer hat sie genau genommen? Bauer Finn. Das ist die Prinzessin? Und sie ist reich? Wieder mal gezockt, hä? Verzeiht, ich bin so schwach im Angesicht der Versuchung. Willkommen im Club. Doch wozu diese verflixte Glocke? Kann ich sie nicht einfach retten? Ich könnte gleich los. Habt ihr ein schnelles Pferd? Um sie retten zu können, benötigt ihr Hinweise, die nur die Prinzessin selbst euch geben kann, fürchte ich. Ich kann sie doch selbst dabei beschwören. Mit diesem Anhänger hier. Lasst mal sehen. Dachte ich's mir. Wo habt ihr das her? Von dem Burschen, der mich zu euch geschickt hat. Dieses Amulett enthält etwas von ihrer magischen Essenz. Einen Teil ihres Geistes, wenn ihr so wollt. Ihr könnt damit ihre Kraft herbeischwören, nicht aber mit ihr sprechen. Verstehe. Dann sagt mir, wo ich diesen Bauern finde. Wenn er sich die Glocke nicht abkaufen lässt, werde ich sie ihm schon irgendwie aus dem Kreuz leiern. Nun ja, es besteht wenig Hoffnung, dass Bof sie uns zurückbringt. Aber eilt euch, wir haben wenig Zeit. Holt die Glocke und bringt sie auf dem schnellsten Weg hierher. Und dann darf ich die Prinzessin retten, ja? Kein Herumgerenne mehr. Ja, und sie wird euch reichlich belohnen. Und in vielerlei Hinsicht, hoffe ich doch. Bin gleich wieder da. Unser verliebter Barde machte sich also auf den Weg zu dem Bauern. Das Glück an seiner Seite und den Kopf voller Bilder, auf die wir an dieser Stelle lieber nicht näher eingehen wollen. Bilder. Wobei, das muss ja nichts heißen. So, Bauer. Bauer. Die Karte sagt in diese Richtung. Oh oh. Gefahr. Was bist denn du? Und warum haust du mein Hündchen? Ja, sag mal. Au. Ja, hört immer auf jetzt. Kusch, böser Wolf. Böser Wolf. Böser Wolf. Nicht lieber Wolf. Böser Wolf. Weg. Zerstört. Ah. Roxy, greif an. Attacke. Wow. Das werden wir doch sehen. Spielen sein. Aua. Na komm jetzt. Blocken hat auch nicht geholfen. Ah, Alter. Was? Oh Gott. Das werden immer mehr. Heil mich. Ah. Ah, Mann, ey, die sind echt hartnäckig. Und groß. Nicht gut. Ah, aber gehen wenigstens mit der Zeit down. Boah, wo kommen die denn alle her? Muss ich da irgendwie schneller sein als er? Ja, das krieg ich mit. Das machst du gut. Ich kann ja den Schaden nicht irgendwie gleichmäßig verteilen. Das ist ja immer so ein bisschen Problem hier. Ja.
Stopp! Oh Gott, das geht ewig jetzt. Aber wie soll ich denn das jetzt machen? Seid ihr wahnsinnig? Habe ich denn irgendeinen Zauber, den ich irgendwie vergessen habe gerade im Moment? Nee, habe ich nicht. Leute. Und lass meine Heilerin in Ruhe. Ich hab eh schon genug zu tun hier. Halt, stopp, 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 stopp. Oh, 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 oh. Ja, das Problem ist tatsächlich, die sind anstrengend zu bekämpfen, weil die halt, wenn einer down geht, ruft dann halt andere. Ich meine, die sind schon eine gute Einnahmequelle hier mit diesen ganzen. Aha. Es kommt keiner mehr. Hey, erledigt. Ja, es kann natürlich auch sein, dass dieser Encounter so eine je gewisse, stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit so eine gewisse Zeit braucht, ne, dass das halt ein paar Mal passiert. Wie auch immer. So, ja, ich wäre gerne mal ein bisschen mehr stärker. Oh Gott. Rhythmusgefühl ist eigentlich ganz gut. Die Gesundheit eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Ermöglicht es dem Barden, seinen Hund in der schönen Kunst des Kämpfens auszubilden. Ja, das machen wir doch. So, dann die nächsten Wölfe. Gott, hier geht es genauso gleich weiter. Wir gehen mal ein bisschen aus der ganzen Chose hier raus. Guck mal. Roxy, steh auf! Kindchen! Ah, der geht dauernd aus dem Kaffee hier. Roxy? Der hat den Wolf da einfach gegeben. Oh Mann, ey. Diese nervig was. Los, Roxy, gib's ihm! Oh nein! Der hält aber auch gar nichts aus. Aber er lenkt sich mir wenigstens ein bisschen vom Hals. So, Freunde. Jetzt hier mal Dresche. Lass mal in London Ruhe! Hast du dir verdient? Hier herüber! Angriff! Ich bin ich stehe euch mit. Oh, 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 oh. Ah, oh, die kassieren jetzt aber hier ganz schön. Was denn das? Das ist ja, die halten mich schon, aber. Ich will halt echt nicht nur mal von vorne anfangen müssen. Die Speicherpunkte sind ungünstig gesetzt. Lass meine Heilerin in Ruhe. Beschäftigt mit dem Hund, wenn du willst. Mir egal. Aber keine lauter Wölfe. Oh, oh, das war schlecht. Kommt mal mit jetzt. Wer braucht meine Hilfe? Scheiße, 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 scheiße. Jetzt haben wir ein Problem.
kann den noch nicht rufen, ne? Nee. Ein Speicherpunkt. Nutzen? Ja, nutzen, komm. Na, wir können sie noch nicht rufen. Wir warten mal noch kurz ein bisschen. Roxy kümmert sich dabei schon drum. Das Gute ist ja, dass der Hund nicht sterben kann. So. Bleib mal hinten. Ich werde euch fertig. Ein bisschen zu viel hat die Fallen gesehen, oder? Aber auf jetzt. Ja, das wird schon noch ein paar Mal so gehen jetzt. Ne? Oh, der war hart. Kollege, der war nicht schlecht jetzt. Hast du dir was geleistet? Ja, jetzt komm schon. Oh, das gibt's ja nicht. Was war das denn? Boah, die sind ja echt stressig, ey. Wir müssen mal irgendwo anders hin, glaube ich. Das haben wir mit der Zeit ein Problem. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die irgendwie in einer gewissen Gegend immer wieder neue dazurufen können. Weil bei den anderen waren wir jetzt auch weiter unten. Na, kommt mal mit. Roxy, komm mal hier. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich stehe. Ja, das weiß ich, du stehst mir ein bisschen zu nah an den ganzen Scheiß. So. Das muss ja jetzt dann aufhören, oder? Oh, 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 die treiben uns in die falsche Richtung. Leute, hier geht's lang. Komm mal mit jetzt. Komm mal mit jetzt. Kann ich den Hund mal wegpacken? Yes! Rechtzeitig ausgeschaltet. So, wir müssen eh nicht da hoch. Oder müssen wir? Wir müssen irgendwie da rein. Ah! Hier, Tür. Jawohl! Hui! Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.